Das tapfere Schneiderlein. An einem schönen Sommermorgen saß ein Schneiderlein in seiner Werkstatt am Fenster und nähte missgelaunt an einem Rockärmel. Er sah mehr zum Fenster hinaus als auf seine Arbeit. Und so wird es euch nicht wundern, dass die Naht schief und krumm wurde. Das Schneiderlein aber ärgerte sich und dachte: Ach, die Nadel ist verhext. Ein Stich ist zu groß, der andere zu klein, der eine zu weit nach links, der andere zu weit nach rechts. Der ganze Ärmel sitzt schief. Jetzt muss ich alles wieder auftrennen. Ich mag nicht mehr. Aber was höre ich da? Wie lieblich klingt es durchs offene Fenster in mein Ohr? Gut Pflaumenfußball, ihr Leute, gut Musfall, süß und billig, gut Musfall, gut Musfall. Ei, Mus, süßes Pflaumenmus und dazu noch billig. Gut Musfall. Ah, oh, jetzt spüre ich erst, wie leer mein Magen ist. Hohl wie mein Stopfei. Ich muss von dem Mus haben. Hey, Krämerin, hört! Steigt nur die drei Treppen zu mir hinauf. Hier sollt ihr euer Mus loswerden. Da stapfte die Frau die steile Treppe zu der Werkstatt hinauf. Das Schneiderlein wartete schon mit großer Ungeduld und rief ihr entgegen: Schönen guten Morgen, Frau. Nur immer herein mit euren Töpfen. Nun, Schneider, wie viel Pfund wollt ihr haben? Ei, erst einmal will ich an jedem Topf riechen. Ist nicht nötig. Es ist überall das Gleiche drin. Oh nein, oh nein. Dieses hier, das duftet am besten. Wieg sie mir doch, sagen wir, ein halbes Lot davon ab. Was? Ein halbes Lot? So wenig? Erst schleppe ich meine Töpfe die Treppen herauf, dann steckst du deine Schneidernase überall hinein und kaufst dann nur so wenig? Ein halbes Lot? Du geiziger Wamsflicker! Nur nicht so ärgerlich, Frau. Wenn's so wenig ist, warum wollt ihr mir es nicht geben? Hier habt ihr einen Pfennig. Da, einen Fingerhut voll bekommst du dafür. Das reicht für mich. Kein Wunder, dass du so zappeldürre bist. Du Zwirndreher, du Stichelflicker, spindeldünner Nadelschwinger. Darauf nahm sie ihre Töpfe, warf die Tür hinter sich zu und stieg brummend und schimpfend die Treppen hinab. Das Schneiderlein aber war ganz vergnügt und sagte bei sich: So, nun schneide ich mir eine große dicke Scheibe Brot ab und streiche das Mus darauf. Das wird mir Kraft und Stärke geben. Aber bevor ich hineinbeiße, will ich noch schnell den Rockärmel annähen. Da nähte das Schneiderlein so schnell es konnte und machte vor Freude und Ungeduld immer größere Stiche. Der Musduft stieg aber nicht nur dem Schneider in die Nase, sondern auch den Fliegen, die in großen Scharen an der Wand saßen. Sie kamen herbeigesummt und ließen sich auf den Mus nieder. Da blickte das Schneiderlein auf und schrie: Wer hat euch eingeladen? Packt euch fort, ihr Musdiebe! Was? Ihr wollt nicht hören? Bleibt gemütlich sitzen! Aber wartet nur, mit meinem Tuchlappen werde ich euch alle totschlagen. So! Batsch! Nun bin ich aber gespannt, wie viele ich erlegt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! Hört ihr? 7 auf einen Streich! Ach, was bin ich doch für ein Held! 7! Hört ihr? 7 auf einen Streich! Das muss die ganze Stadt erfahren! Ach was, nicht nur die ganze Stadt, das ganze Land muss es wissen! 7 auf einen Streich! Nun ist mir meine Werkstatt zu eng und die ganze Schneiderei ist mir nun auch einerlei. Stopfe hin und stichel her, einen Pfennig nicht viel mehr ist der Lohn für jeden Tag. Wer sich da wohl plagen mag, ich will in die Ferne gehen, Abenteuer zu bestehen. Aber bevor ich gehe, muss ich mir noch eine Wegzehrung mitnehmen. Ich habe ja noch einen alten weichen Käse, den nehme ich mit. Und außerdem will ich mir noch einen Gürtel machen und darauf stick ich 7 auf einen Streich. Da ging das Schneiderlein zum Tor hinaus, immer seiner spitzen Nase nach. Plötzlich hörte es aus einem Busch ein ganz jämmerliches Gezeter.
Es blickte sich um und sah ein Vögelein, das sich in den Zweigen verfangen hatte, und sagte: Ach, du bist's, kleiner Schreihals. Du kommst mir gerade recht. Ich steck dich in meine Tasche zu meinem Käse, denn ich ahne es, du wirst mir noch einmal nützlich sein. Darauf ging das Schneiderlein weiter, lustig und geschwind, und kam auf einen hohen Berg. Auf dessen höchster Spitze saß ein gewaltiger Riese. Er rollte mit den Augen, die so groß waren wie Mühlsteine, sah das kleine Schneiderlein an und lachte. Das Schneiderlein aber schritt tapfer auf ihn zu und sagte: Guten Tag, Kamerad. Was sitzt du hier herum, so faul, und tust nichts? Ich will in die Ferne gehen, Abenteuer zu bestehen. Habt ihr nicht Lust, mit mir zu gehen? Du wärst, ich glaub, der richtige Gesell für mich. Was? Wie muss ich da lachen? Du spindeldürres Männchen. Spindeldürr oder nicht? Sieh nur auf meinen Gürtel. Kannst du denn nicht lesen? Siebene auf einen Streich. Siebene auf einen Streich. Du Grashüpfer. Nun, nach solcher Heldentat siehst du mir nicht aus. Doch hör zu. Bevor ich mit dir gehe, wollen wir erst einmal unsere Kräfte messen. Ich bin's zufrieden, Riese. Gut. Sieh her. Diesen Stein da, den drücke ich mit einer Hand so fest, dass das Wasser herausläuft. Nun, das macht mir nach. Da lachte das Schneiderlein ganz leis bei sich. Geschwind greife ich in meine Tasche nach meinem alten weichen Käse. Nun, Riese, wenn's weiter nichts ist, so will ich's etwas besser machen als du. Sieh nur her, wie das Wasser aus meinem Stein herausrinnt. Wahrhaftig. Nun siehst du, was für ein Mann ich bin. Aber ich will noch eine andere Probe deiner Kraft, du zappeldürres Männchen. Wir wollen einmal sehen, wer von uns besser werfen kann. Pass auf, diesen Stein da, den werf ich so hoch, dass du ihn nicht mehr sehen kannst. Hau ruck! Bis zu den Wolken hinauf. Nicht schlecht geworfen, Riese. Doch ich will dir einen werfen so hoch, dass er nie wieder zurückkommt. Da griff er in die Tasche, nahm das Vöglein und sagte ganz leis: Nun flieg, Spatz, was du nur fliegen kannst, bis über die Wolken hinaus und komm nicht mehr zurück. Da warf er das Vöglein in die klare blaue Luft hinaus und sagte: Nun, Riese, wer hat besser geworfen, du oder ich? Dein Stein hat wieder zur Erde fallen müssen. Meiner ist so hoch geflogen, dass er gar nicht mehr zurückgefunden hat. Nun ja, ich geb's zu. Werfen kannst du. Aber nun will ich sehen, ob du auch etwas Ordentliches tragen kannst. Ich hab da eben einen mächtigen Eichbaum gefällt. Den will ich in meine Höhle tragen. Pack an! Nur zu gern, Riese. Nimm du nur den Stamm auf deine Schultern. Ich will die Baumspitze tragen, die Äste und das Gezweig. Das ist am schwersten. Da nahm der Riese den schweren Stamm auf die Schultern. Das Schneiderlein aber machte einen Satz, hopp, sprang auf einen Ast, ließ sich forttragen und pfiff zudem noch ein Liedchen. Mit List und Witz und Fröhlichkeit auf einem Ast zu sitzen, der Riese, dieses Ungetüm, der soll nur tüchtig schwitzen. Gerade als er sein Liedchen ausgepfiffen hat, rief der Riese: Oh, höre, Geselle, ich kann nicht mehr. Noch drei Schritte und ich muss den Baum fallen lassen. Hui,
Da muss ich geschwind herabspringen und gerade so tun, als hätte ich den Baum getragen. Hey, Riese, schon müde? Du bist doch so ein großer, dicker Kerl und kannst nicht mal dieses Bäumchen tragen, dünn wie ein Streichholz? Ach, du Grashüpfer, weiß Gott, wo du deine Stärke hernimmst. Aber mein Freund, wir müssen nach unserer großen Arbeit etwas essen. Sieh diesen Kirschbaum da, ganz oben. In der Baumspitze sind die Kirschen schon reif. Gut, bieg mir den allerhöchsten Zweig herab. Da, halt ihn fest und iss. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach, den Ast zu halten. Und als der Riese losließ, fuhr der Ast wieder in die Höhe und das dünne Schneiderlein schnellte mit ihm in die Luft. Als es ohne Schaden wieder auf seine zwei Beine herabkam, sagte der Riese, Was? Hast du nicht einmal Kraft genug, den Ast, die schwache Gerte, zu halten? Oh, an der Kraft fehlt's nicht. Im Gegenteil, ich habe zu viel davon. Ich hatte nur so große Lust, über den Baum zu springen. Tu mir's doch nach, wenn du kannst. Da nahm der Riese einen gewaltigen Anlauf und sprang. Aber er blieb in den Ästen hängen. Da sagte das Schneiderlein, Siehst du, Riese, das kommt davon, wenn man zu hoch hinaus will. Das ganze Gesicht hast du dir zerkratzt. Aber sag einmal, wo wohnst du eigentlich? Komm mit. Weil du so ein tapferer Kerl bist, will ich dir meine Wohnung zeigen. Da führte ihn der Riese in seine Felsenhöhle hinab. Dort saßen, um ein großes Feuer, noch viele andere Riesen. Und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand. Da sagte das Schneiderlein, Nein, wie sie fressen, wie sie sich vollstopfen. Nun wundert's mich nicht, dass du, Riese, nicht ordentlich springen kannst. Halt deinen vorwitzigen Mund! Da ist dein Bett, Grashüpfer, schlaf dich aus. Da legte sich das Schneiderlein in das Bett. Aber es fühlte sich sehr unbehaglich darin und sagte bei sich, Das Bett ist mir ja viel zu groß. Es ist ja größer als meine ganze Werkstatt. Wie soll ich, mageres Schneiderlein, dieses Riesenbett nur anwärmen, damit ich darin schlafen kann? Ha! Es ist wohl besser, ich nehme mir ein Ziegenfell und krieche in diese Ecke da. Das ist der rechte Platz für mich. Hier kann ich schlafen. Der Riese aber konnte es nicht. Er wälzte sich hin und her und ärgerte sich und dachte, Ich kann es nicht ertragen, dass dieses Schneiderlein besser springen und werfen und tragen kann als ich. In der ganzen Welt wird es mich verhöhnen. Aber jetzt ist es Mitternacht. Da werde ich mit meinem dicksten Eichenprügel dem Grashüpfer den Garaus machen. Aber er ist so klein und dünn, dass ich ihn gar nicht sehen kann in meinem Riesenbett. Deswegen schlug er mit drei gewaltigen Schlägen kreuz und quer das ganze Bett in Stücke. So, nun hat das dreiste Schneiderlein ausgelebt. Nun bin ich ihn los. Endlich! Da ging die Sonne auf. Die Riesen nahmen ihre Keulen, gingen in den Wald hinaus und hatten das Schneiderlein bald vergessen. Aber kurz darauf kroch es aus seinem Winkel, stellte sich verwegen auf seine Beine und ging davon. Nachdem es lange gewandert war, kam es zu dem königlichen Palast. Da machte es die Augen weit auf und dachte, Zinnentürme, Marmorstein, hier möcht ich der König sein. Doch, eh ich bei Hof vorspreche, muss ich ein wenig ausruhen. Das Gras hier ist so zart und weich, viel besser als ein Bett. Da lag nun das Schneiderlein. Und wer weiß, vielleicht hat es auch etwas geträumt. Auf jeden Fall merkte es nicht, dass die Hofleute zusammenkamen und es von allen Seiten betrachteten und sagten, Ei, wer liegt da? Sehr ungewöhnlich, sonderbar.
Doch seht nur, was hier steht. Auf seinem Gürtel aufgenäht. 7 auf einen Streich. Das muss der König wissen. Da liefen sie in den Palast und der erste Minister sagte zum König: Majestät, ein großer Kriegsheld liegt draußen im Garten und schläft. 7 auf einen Streich. 7, mein König, hat er geschlagen. Was? 7 auf einen Streich? Den Mann muss ich sehen. Man darf ihn um keinen Preis fortlassen. Ich will selbst gehen und mir den großen Helden betrachten. Da stieg der König von seinem Thron und setzte sich neben dem Schneiderlein ins Gras und wartete, bis dieser die Glieder reckte und streckte. Als er endlich die Augen aufschlug, sagte der König: Ich höre, ihr seid ein großer Kriegsheld. Jawohl, Majestät. Gerade deswegen bin ich zu euch gekommen. Ich will in eure Dienste treten. Das freut mich. Schlägst du 7 auf einen Streich, so sollst du mein erster General sein. Aber zuvor musst du mir noch einen Beweis deiner Tapferkeit geben. Im tiefsten Wald meines Landes hausen 2 Riesen. Sie richten mit Morden und Rauben und brennen großen Schaden an. Die musst du töten. Ich will dir auch 100 bewaffnete Reiter mitgeben. Doch überleg dir gut, ob du es wagen willst. Die tapfersten Männer haben es bereits versucht und alle sind jammervoll umgekommen. Gelingt es dir aber, die Riesen zu töten, so sollst du meine Tochter zur Frau haben. Ach, was soll ich lange hin und her denken? Wer 7 auf einen Streich erlegt, der wird sich vor 2 nicht fürchten. Aber eure 100 Reiter brauche ich nicht. Die spart euch. Mit den Riesen will ich schon alleine fertig werden. Sogleich machte sich das Schneiderlein auf den Weg. Ohne Gewehr und ohne Degen in den Wald hinein, blickte links und blickte rechts und hatte die Riesen bald entdeckt. Ha! Da liegen sie vollgefressen und wie sie schnarchen. Und die Äste biegen sich ja und das Farnkraut zittert. Du liebe Zeit, sind die gewaltig groß. In ihren Zahnlücken hätte ich Platz. Denen ist nur mit List beizukommen. Und Listen, ja, die habe ich immer in meiner Westentasche. Ich sammle mir mein Ränzlein voller Steine und klettere leicht und geschwind gerade wie ein Eichhorn hinauf auf den Baum, unter dem die Riesen liegen. Geschwind saß das Schneiderlein auf dem Ast und dachte: So, die Riesen will ich nun ein wenig aufkitzeln. Zuerst werfe ich, plumps, die 2 kleinsten Steinchen den beiden auf den vollen Bauch. Nun, sie rühren sich ja nicht, überhaupt nicht. Ich muss wohl einen größeren Stein nehmen. So, plumps, batsch, jetzt ist der erste aufgewacht. Kamerad, warum schlägst du mich? Ja, was schlägst du mich? Ich schlag dich nicht. Aber gewiss, wer sonst? Gleich werden sie sich in den Haaren liegen. Den anderen, plumps, einen noch größeren Stein auf den Bauch fallen. Oh, was fällt dir ein? Das ist zu arg. Was willst du? Steine auf mich? Du träumst. Ich werfe nicht auf dich. Du lügst. Da, oh, schon wieder. Nein, du bist es. Du bewirfst mich. Nein, du. Oh, das werde ich dir heimzahlen. Schon liegen sie sich in den Haaren. Und sie reißen die Bäume aus und schlagen aufeinander los. Oh, wie sind sie dumm. Die Riesen gerieten in der Tat in so große Wut, dass sie sich mit den ausgerissenen Bäumen totschlugen. Da rutschte das Schneiderlein von seinem Ast herab und dachte: Ein Glück nur, dass die Ungeheuer den Baum nicht ausgerissen haben, auf dem ich gesessen habe. Sonst hätte ich ja wie ein Eichhorn auf einen anderen springen müssen.
Und so etwas ist ja sehr gefährlich. Darauf nahm er einen der ausgerissenen Bäume, gab jedem Riesen ein paar tüchtige Hiebe über die Brust, ging dann keck zum König und sagte: Majestät, die Arbeit ist getan. Ich habe den Riesen den Garaus gemacht. Aber hart ist es hergegangen, das kann ich euch sagen. Sie haben in ihrer Angst Bäume ausgerissen und sich gewehrt. Doch was hilft es ihnen, wenn einer kommt, der sieben auf einen Streich schlägt? Nun, wenn man euch ansieht, sollte man's nicht glauben. So geht doch in den Wald hinaus. Da findet ihr die Riesen. Sie schwimmen in ihrem Blut und ringsherum liegen die ausgerissenen Bäume. Nun, ich will's dir glauben. So gebt mir auch meine Belohnung, eure Tochter und das halbe Reich, wie ihr versprochen habt. Den König reute sein Versprechen. Doch wie sollte er sich einen vom Halse schaffen, der siebene auf einen Streich schlägt? Er mochte wollen oder nicht, er musste ihm seine Tochter geben und das halbe Königreich dazu. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach. Junge, fauler Geselle, nimm mir das Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle um die Ohren schlagen. Da dachte die Prinzessin voller Entsetzen: Um Himmels Willen! Nun weiß ich, in welcher Gasse mein Gemahl geboren ist. Kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein ist er. Gleich am nächsten Morgen werde ich dem Vater mein Leid klagen. Er muss mich von diesem Manne befreien, der ja nichts ist als ein spindeldürrer Wamsschneider. Der König wollte sie trösten und sagte zu ihr: Meine Tochter, lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Wenn der Schneider eingeschlafen ist, werden meine Diener kommen, ihn an allen Gliedern festbinden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt hinausführt. Ich bin zufrieden, Vater, und ich danke euch. Das Schneiderlein aber hatte feine Ohren, hatte alles mit angehört und dachte: Den Anschlag will ich vereiteln. Am Abend legte er sich zu gewöhnlicher Zeit zu Bett und tat, als ob er schliefe. Als nun seine Frau dachte, dass er fest im Schlafe lag, fing das Schneiderlein mit heller Stimme an zu rufen: Ich habe siebene mit einem Streich getroffen, höher geworfen, bin höher gesprungen und hab besser getragen als der Riese ungeschlacht. Dazu hab ich zwei seiner Genossen getötet, die größer waren als ein Eichbaum, und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen, dass ich nicht lache. Verschwindet, sonst geht's euch wie den Riesen. Da ergriff sie große Furcht, und sie liefen davon. Und also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König. Das Hirtenbüblein. Es war einmal ein Hirtenbüblein. Das war sehr berühmt, denn es war über alle Maßen klug. Auf jede Frage, die sich nur irgendjemand ausdenken konnte, wusste es eine Antwort. Als der König des Landes davon hörte, sagte er zu seinem Minister: Es würde mich ja sehr freuen, wenn ich ein so kluges Kind in meinem Reich hätte. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ich muss mich erst selbst von seiner Klugheit überzeugen. Geht, Minister, lasst den Knaben zu mir bringen. Als das Hirtenbüblein nun vor den hohen Königsthron trat, sprach es: Verehrte Majestät, was wollt ihr von mir?
Mein Kind, ich habe viel von deiner Klugheit reden hören. Deshalb ließ ich dich rufen. Ich will dir 3 Fragen stellen. Kannst du sie beantworten, so sollst du in meinem königlichen Schloss wohnen und ich will dich ansehen wie meinen eigenen Sohn. Mein König, und wie lauten die 3 Fragen? Nun, kannst du mir sagen, wie viel Tropfen Wasser sind in den Weltmeeren? Ich werde euch antworten. Doch, mein König, lasst zuvor alle Flüsse der Erde verstopfen. Es soll kein Tröpfchen mehr ins Meer laufen. Wenn ihr es getan habt, will ich für euch die genaue Zahl herausfinden. Doch indessen sagt, wie lautet die 2. Frage? Mein Kind, du bist doch in der Nacht so oft draußen auf der Weide. Kannst du mir sagen, wie viel Sterne am Himmel stehen? Mein König, gebt mir zuerst den größten Bogen Papier, den ihr im Schlosse habt, und Feder und Tinte. Das sollst du haben. Da brachten die Hofdiener, was das Hirtenbüblein verlangte. Sogleich nahm er die Feder und setzte Punkt neben Punkt, so dicht und fein und winzig klein, dass es einem vor den Augen schwirrte, wenn man nur hinsah. Als das Blatt über und über voll war, sprach er, Herr König, so viele Punkte wie auf dem Papier sind, so viele Sterne stehen am Himmel. Zählt sie nur, so werdet ihr es wissen. Und nun sagt mir, wie heißt die 3. Frage? Hirtenknabe, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Gut, ihr sollt's wissen. In Hinterpommern liegt der Diamantberg. Der hat 3 Stunden in die Höhe und 7 in die Breite und 2x7 ringsherum. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und wetzt sein Schnäblein daran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann, Herr König, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Mein Sohn, kein Weiser dieser Erde kann die 3 Fragen beantworten. Du aber hast klug gesprochen, wie es ein Mensch nur irgend kann. Du sollst von heut an bei mir in meinem Schlosse wohnen, du sollst in meinem königlichen Rate sitzen und ich will dich ansehen wie meinen eigenen Sohn. Der Bauer und der Teufel. In Hinterwaldhausen lebte einmal ein kluges Bäuerlein. Es war flink und behend, wenn es galt, eine List auszudenken oder einen Streich zu spielen. Aber nicht ebenso flink war es bei seiner Arbeit. Eines Abends stand es auf seinem Acker, blinzelte in die untergehende Sonne und dachte, ach, die Sonne, die hat es gut. Sie legt sich schon zur Ruhe. Und sie hat doch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als gemächlich über den Himmel zu spazieren und sich die Welt anzusehen. Und ich stehe mit meiner Hacke hier und grabe und jäte. Aber nun mag ich auch nicht mehr. Kohl hin, Kohl her. Ich gehe nach Haus. Aber was sehe ich dort? Mitten auf dem Feld? Was mag das sein? Das leuchtet ja, als wär's ein Haufen glühender Kohlen. Und darauf sitzt, sehe ich genau hin, ein schwarzes, zotteliges, kleines Ungeheuer. Das muss ich mir genauer ansehen. Da ging das Bäuerlein hin und rief es an. Hey, sag einmal, wer bist du? Du siehst gerade so aus wie ein Teufelchen. Nicht schlecht geraten, Bäuerlein. Und was ist das, worauf du sitzt? Was da so glänzt und blitzt? Das ist mein Schatz, Bäuerlein. Aber nur ein winziges Teilchen davon und ist doch mehr, als je ein Mensch gesehen hat. Das glaube ich wohl. Doch der Schatz liegt auf meinem Grund, also gehört er mir. Er gehört dir. In einem Augenblick kann ich ihn, wenn ich will, tief in die Erde versenken. Aber ich will es nicht, denn, Bäuerlein,
Viel lieber als das kalte Gefunkel sind mir die Früchte der Erde. Wenn du mir gibst, was im nächsten Jahr aus deinem Acker hervorwächst, an Kohl, Weizen und Mais, so will ich dir den Schatz geben. Gut, Teufelchen, ich bin einverstanden. Aber damit es keinen Streit zwischen uns gibt, wollen wir unsere Anteile genau aufteilen. Sehr vernünftig, Fräulein. Das ist mir recht. Gut, so soll dir alles gehören, was über der Erde wächst. Und mir, was darunter ist. Bist du einverstanden? Gewiss, Fräulein. Zur Erntezeit komme ich wieder. Und schon war das Teufelchen verschwunden. Das Bäuerlein aber dachte, schlau wie es war, vergnügt bei sich. Haha, dem schwarzen, struppigen Boxfuß, dem will ich ordentlich eins auswischen. Und ich weiß auch schon, wie ich's anstelle. Zuckerrüben will ich setzen, die wachsen ja unter der Erde. Und das Teufelchen, das soll die bitteren Blätter haben. Als die Zeit der Ernte kam, erschien das schwarze Teufelchen und sagte, so, nun will ich mir die Früchte holen, die auf deinem Feld wachsen. Bitte sehr, nimm dir nur alles, was über der Erde wächst. Aber Bäuerlein, da steht ja nichts als welke bittere Blätter. So nehmt sie doch, ihr wolltet ja, was über der Erde wächst. Donnerblitz, du hast mich betrogen, aber das nächste Mal soll dir das nicht gelingen. Ich will haben, was unter der Erde ist. Und dein soll sein, was darüber wächst. Ganz wie du willst, schwarzes Teufelchen. Da verschwand das Teufelchen. Das Bäuerlein aber säte Weizen. Und als die Ähren goldgelb auf dem Felde standen, schnitt es sie ab bis auf die Stoppeln und sagte, so muss man die Bösewichte prellen. Nun gehe ich und hol mir den Schatz. Das Teufelchen soll sich ärgern, dass sein schwarzes Gesicht ganz rot wird vor Zorn. Kaum hatte das Bäuerlein den Goldschatz wohl verwahrt, da kam das Teufelchen über das Feld. Es stach sich ganz grässlich an den harten, spitzen Getreidestoppeln. Aber es dachte, über der Erde ist nichts. So muss alles darunter sein. Ich will ein Loch graben und mir holen, was mir gehört. Da grub es und grub es, aber es fand nichts als die trockenen Wurzeln, die schon längst abgestorben waren. Da fuhr es vor Wut und Zorn in seine Felsenschlucht hinab. Das Bäuerlein aber lachte sich ins Fäustchen und freute sich an seinem Schatz.